Ja. Wie soll ich anfangen? Wir kommen heute mal zu einem ernsten, normalen Video mit einem ganz besonderen Anlass. Es sind jetzt, ich weiß nicht auf den Tag genau, aber definitiv sind es jetzt ganze geile, spannende, erfahrungsaufbauende 3 Jahre. 3 Jahre, die ich nun schon ja, medientechnisch in Videos, in Fotos und so weiter und so fort anfange tätig zu sein. Ja, ist mir heute selber erst aufgefallen beim Scrollen und Arbeiten. Bin ich selber noch ein bisschen überrascht. Ich bin einfach überglücklich und ich hoffe, ich kann an die 3 Jahre noch eine Null irgendwann dranhängen und auch alles ein bisschen weiter auf- und ausbauen. Ich habe mir zu dem Anlass einfach mal gedacht, ich tue jetzt echt mal denen, die mich nicht kennen, den Gefallen und beantworte mal die Fragen oder gehe mal auf die Sachen ein, die immer so ein bisschen im Raum stehen. Weil, naja. Man kennt mich ja bloß in Rollen und irgendwelchen künstlerischen Verausgabungen, nenne ich es mal. Joa. Ich bin einfach nur happy und ich bleibe so locker und lässig, wie ich bin. Das können bloß die verstehen, die mich auch kennen. Ja. Also meistens spontan, zum Beispiel man ist mit Leuten unterwegs, quatscht ein bisschen, irgendwann kommt ein Thema und es kann entweder bloß ein blöder Spruch fallen oder es ist ein Thema, was so tief und breit gefächert ist, dass man schon wieder sagt so, warte, bevor du weiterredest, dann überlege ich einen Moment, horch vielleicht noch weiter zu und dann kommt einfach nur der Spruch von mir, daraus mache ich was. Und meistens wird auch daraus was. Das ist ja das Coole. Manchmal nur ein Stichwort, wo du so überlegst, so, ey, passt. Ja. Wenn man die Grundidee hat, vieles ist wirklich, ich habe immer ein Grundkonzept, wie zum Beispiel bei dem Fußball, das sind die letzten Videos. Ich habe mir das Ganze als Gesamtbild betrachtet, als Grundlage genommen. Und eigentlich ist dann vieles, das kommt wie, weiß ich nicht, einer, der einen Text schreibt, aus dem Kopf geschossen und vieles ist beim Dreh sogar dann noch spontan und das passt dann eigentlich irgendwie, wo ich dann hinterher selber überrascht bin. Also von daher, und meinen Ideen ist irgendwie keine Grenze gesetzt. Wenn ich jetzt zurückdenke, so vor einem Jahr, was ich dann noch so für verrückte, geile Scheiße manchmal mache, vor allem mit diesem wirklich einzigartigen, was ich jetzt immer wieder gehört habe, der Humor ist und bleibt einzigartig. Also ich habe schon irgendwo was Eigenes geschaffen. Das wiederholt sich irgendwie auf die Art und Weise nicht. Das ist, weiß ich nicht, dieses kleine Monster. Und ja, und diese Eigenheit möchte ich in meinen speziellen eigenen Dingen jetzt auf YouTube auch beibehalten. Das ist so irgendwie das, was dich dann unterscheidet von den anderen. Das ist, weiß ich nicht. Und so soll es ja auch sein. Na. Also die Frage, die kam das letzte Mal so in der Richtung, wenn du unterwegs bist oder so, die Stadt kennt ich ja dann nur ein bisschen, von Freunden irgendwie, nicht über Facebook, sondern wirklich auf der Straße, hat sich mal rumgedreht beim Einkaufen und sagt so, ach jo, hi und so, da muss ich halt mal nebenbei, wenn ich ein Bierchen gesehen hat, machst dich aber schon zum Affen, oder? Ich habe dein letztes Video gesehen, ich musste was grinsen und hab's eigentlich nur bei mir gedacht, geil, scrolle mal durch komplett YouTube oder guck dir Komödianten an, die machen noch beklopptere Sachen. Und da willst du mir was erzählen? Das war in dem Moment nicht abgehoben gemeint, sondern
was soll das? Ja. Und man sollte sich dann auch von sowas absolut nicht beeindrucken lassen. Einfach weitermachen, einfach aufbauen. Viele scheitern einfach daran, dass sie nicht weitermachen. Weil sie, weiß ich nicht, du veränderst dich, du machst auf einmal was und du bist dann nicht mehr du. Das ist so das, was weiß ich nicht, es ist schade. Da gehen viele Sachen unter bei manchen da draußen. Und ich hab's wirklich gewagt und ich hab's auch brachial durchgeboxt, sag ich mal. Also da, es läuft halt nicht immer so nach oben, wie man sich das denkt. Aber so den Mittelweg habe ich jetzt gefunden, das weiß ich. Und klar, am Anfang hast du es verdammt schwer, ja, weil da verändert sich was in deinem gesamten Umfeld, wenn du irgendwas machst, wenn du was komplett anders machst und etwas, was jeder, wenn er will, mitkriegt. Also auf solche Sprüche, das kann ich allen da draußen sagen, egal was ihr aus eurem Leben machen wollt, auf andere, wenn ihr einen Traum oder irgendwas habt, auf andere dann wirklich nicht hören. Es sei denn, es ist wirklich nahegelegt, dass es ein Fehlschritt ist. Bei mir weiß ich es mittlerweile wirklich, es ist kein Fehlschritt. Und ja, also auf solche Sachen habe ich eigentlich immer ganz locker und lässig reagiert, weil das musst du auch. Man muss damit umgehen können. Ja. Zumal der Humor, den ich häufig bringe, also ich habe da fast eine neue Definition dafür. Das ist kein schwarzer Humor, das ist irgendwie, ich weiß nicht, da muss ich mir wirklich mal noch was einfallen lassen. Ja, also mehr brauche ich eigentlich nicht dazu zu sagen.